Ich gebe euch einen Tipp: Verlasst das Büro niemals unaufgeräumt, denn am nächsten Tag dürft ihr aufräumen und da hast du noch weniger Bock drauf. Ich glaube, man hört das anhand meiner Stimme. Ich wollte heute ganz entspannt ausschlafen und dann klingelt mich einfach der Postbote aufs Bett und damit: Jo Leute, was geht ab? Back in dem Game, remember my name. Bin leicht gereizt. Paket von Darkseid ist angekommen und ich zeige euch mal, was drin ist. Länger drauf gewartet, der Nuts, das soll Haselnuss sein in der Core-Variante. Und einmal Starline Crimson Boom, das soll Himbeere sein. Bin ich auch gespannt drauf. Also wenn der Nuts so schmeckt, wie er hier aussieht, Baba. Ich lasse echt selten meine Pfeife bis am nächsten Tag stehen, ne? Aber du hast wirklich am nächsten Tag gar keinen Bock, die sauber zu machen. Welche nehmen wir heute? Ich sag mal so, für cremige Sorten habe ich jetzt nicht unbedingt eine Pfeife, aber wir können mal gucken, was wir davon nehmen können. Ach, wisst ihr was? Ich nehme schön die Mose Noir. Schönes Teil. Benutze ich leider viel zu selten immer. Okay, eigentlich wollte ich heute nur den Nuts testen, aber ich habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, beide ins Köpfchen reinzumachen, in zwei verschiedene Köpfchen, die aber das gleiche Köpfchen ist. Was ich damit meine, seht ihr jetzt. Wir haben hier zweimal den identischen Kopf, den Moon Grand Pfanne, und in dem roten kommt Crimson Boom rein, weil Himbeere rot, und Nuts, der etwas dunklere Kopf, der violette Kopf, da kommt die Haselnuss rein. Der Crimson Boom liegt hier bei 18,90 € üblich für Starline und kommt auch hier wieder in einer wunderschönen Tüte. Finde ich am besten. Die Molasse ist dann überall gleichmäßig eingezogen und das gleiche haben wir auch beim Nuts. Also geruchstechnisch muss ich sagen, riecht der super intensiv nach Himbeeren, nach süßen, reifen, aber doch so leicht sauren Himbeeren. Starline ist wirklich immer super feucht, aber dafür steht ja auch Starline. Aber ich habe den trotzdem locker gebaut und den Rand angedrückt. Als nächstes natürlich der Darkseid Nuts. Der läuft hier auf 20,99 € hinaus. Ist auch typisch für Darkseid. Riechen tut das Ganze sehr, sehr stark nach so einer frischen Haselnuss. Als wenn man gerade so sich so eine Haselnusstüte gekauft hat und die dann öffnet. Hoffentlich kommt das Cremige, das Süße später beim Raucherlebnis mit rein, sonst floppt er für mich. Ich habe das so kennengelernt, dass ich den jetzt unter Noppenkontakt gebaut habe, damit diese süße Note, wenn sie eine süße Note beinhaltet, dass sie dann stärker rauskommt. Ich bin gespannt. Let's go. Hört man das? Oh, heiß. Der ist auf jeden Fall ordentlich am Kochen. Wir probieren jetzt erstmal die Himbeere, ja? Wir nehmen mal den ersten Zug. Hitze ist jetzt schon seit 5 Minuten am Start. War aber ein dicker Zug. Oh mein Gott, ich habe gehofft, das ist von Tropic Chi die Himbeere. Und sie ist von Tropic Chi. Tropic Chi war eine. Also die Sorte ist schon länger auf dem Markt, die kommt auch von Starline. Das ist Himbeere, Sorbet, glaube ich zumindest. Und dann noch Litchi mit dazu. Nimmt man die Litchi weg, haben wir den. Geil! Mein Setup ist übrigens gerade diese Smokebox. Das ist meine heißeste Smokebox, die ich hier habe mit Deckel. Denke, haben einige von euch schon im Unboxing-Video gesehen. Und ich muss sagen, der hält auf jeden Fall ordentlich Hitze aus. Der verändert seine süß-säuerliche Himbeernote eher in sowas Gedämpftes. Leicht wird sich wirklich ganz, ganz leicht. Ich mag das nicht, wenn ein Geschmack später, wenn man den viel Hitze gibt, super würzig wird. Aber der wird so ganz, ganz leicht würzig. Ich würde aber sagen, das ist eher diese säuerliche Note. Mein endgültiges Fazit: Es ist die Himbeere von Tropic Chi. Ich würde sagen, ein Himbeersorbet. Sehr, sehr süß, sehr, sehr marmeladig. Gibt von mir auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Ist mit unter anderem einer der besten Himbeernoten, die ich jetzt testen konnte. Das schiebt aber ganz anders. Nebenbei ein schönes Video von Sandro. Ein Kopf mit Marvin. Sehr, sehr wild. Haselnuss. Läuft sie jetzt seit einer Viertelstunde? Das ist die Rauchentwicklung. Können sich auf jeden Fall sehen lassen. Der erste Geschmack ist wirklich sehr, sehr hazelnut-lastig. Also eine starke Haselnuss ist hier auf jeden Fall am Start. Man hat jetzt nicht so diesen cremigen Nachgeschmack, den ich mir gewünscht hätte. Auch nicht dieses Süße. Was ich mir gewünscht habe, ist leider auch nicht mit am Start. Das ist jetzt gerade eine reine Haselnuss, wie sie riecht und schmeckt. Ist krass, dass sie das hinbekommen haben. Nach einer Dreiviertelstunde muss ich hier sagen, es ist sehr, sehr nussig.
Also das ist für mich so eine Sorte, die würde ich nicht nochmal pur rauchen. Die würde ich eher mischen. Es ist krass, dass Darkside sowas hinbekommen hat. Haselnuss, habe ich so noch nie geschmeckt. Ist sehr, sehr stark. Wird von mir hier eine 6 von 10 Punkte vergeben. Das heißt aber nicht, dass er schlecht ist, sondern es trifft einfach nicht meinen Geschmack. Wie gesagt, zu mischen ist das Ganze ganz geil. Was ist eure Meinung dazu? Einen Kommentar da lassen für den Algorithmus. Glocke aktivieren, abonnieren, liken. Und eure Meinung, bin ich mal gespannt. Wir sehen uns zum nächsten Video oder zum Livestream. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.